25 Jahre WBV. Dieses runde Jubiläum wurde während der Tanz- und Musikmeile im großen Festzelt auf dem Wettinplatz gebührend gefeiert. Damit war die WBV geschickt mit ihrem Festakt ins Geschehen des Stadtfestes eingebunden. Dazu eingeladen waren selbstverständlich auch die Mieter der WBV. Gekommen waren über 300. Am letzten Tag der Tanz- und Musikmeile hatte die WBV, Wohnbau- und Verwaltungs GmbH Kosbich, alle ihre Mieter zur Jubiläumsfeier am Wettinplatz eingeladen und sich anlässlich des 25-jährigen Bestehens bei den Bewohnern mit einem kleinen Fest bedankt. Als Ehrengäste eingeladen waren Dr. Matthias Rösler, der Landtagspräsident von Sachsen, sowie Landrat Arndt Steinbach. Gemeinsam begrüßten die Geschäftsführerin der WBV, Pia Engel, und Oberbürgermeister Frank Neupold zunächst die Gäste. Einleitend hatten sie kleine Episoden aus der 25-jährigen Geschichte der WBV zum Besten gegeben. Zur Erinnerung, der jetzige OB Neupold hatte vor Pia Engel über viele Jahre hinweg die Zügel der WBV als Geschäftsführer selbst in der Hand. Auch in seiner jetzigen Funktion als Chef einer Stadt ist ihm sehr an der Zukunft der WBV gelegen. Naja, es ist ja so, dass im Moment ja gerade in der Bundesrepublik, in den Großstädten, in Kosbisch noch nicht ganz so, geht es ja um bezahlbares Wohnen. Und hier gäbe es noch Kapazität für bezahlbares Wohnen. Und dann sollte man die Sanierungen peu à peu machen und noch bezahlbaren Wohnraum übrig lassen. Der sieht dann etwas gleicher aus. Aber ich glaube nicht, dass wir uns mit unseren Gebäuden hier verstecken können, wofür wir zuständig sind als Stadt, dass auch die gesamte Infrastruktur, die eben auch dazugehört, wie Straßen, Parkplätze und so weiter, dass wir da auch dort, wo wir Nachholbedarf haben, auch nachholen, gerade was Spitzgrund betrifft. Ich denke, hier unten im Stadtgebiet, Mitte und so weiter, gibt es genügend Möglichkeiten zum Parken. Park und Ride wird jetzt gebaut demnächst. Der Parkplatz hinterm Rathaus, der jetzt Festplatz ist, ist auch neu gebaut. Also die Infrastruktur gehört einfach zum Wohnen dazu. Deswegen hat die WBV auch ihre Zukunft. Die Feierlichkeiten fanden im Rahmen des Stadtfestes Kosbich statt. 3 Stunden lang gab es im Festzelt bei einem bunten Programm die Gelegenheit, sich auszutauschen und mit den Mitarbeitern der WBV ins Gespräch zu kommen. Zunächst aber hatte Pia Engel als Geschäftsführerin vom Stadtrat Christian Buck, der als Aufsichtsratsvorsitzender der WBV fungiert, einen Strauß Blumen als Dankeschön überreicht bekommen. Dem angeschlossen hatte sich OB Neupold ebenfalls mit Blumen als Anerkennung der geleisteten Arbeit. Vom Landrat Arndt Steinbach bekam Pia Engel dann eine Plakette aus, Meister Porzellan als höchste Auszeichnung, die der Landrat vergeben kann, überreicht. Mit jeweils einem kurzen Redebeitrag wurde dieses Geschehen abgerundet. Unter den Gästen im Festzelt befanden sich auch sämtliche Mitarbeiter der WBV und WVS sowie ehemalige Mitarbeiter. Sie alle haben aus den Händen von OB Neupold eine dreierlei Weinverkostung für ihre geleistete Arbeit erhalten. Und wie es halt so ist, auch amtierende Chefs haben einmal klein angefangen. Ja, also ich habe vor 20 Jahren angefangen in der WBV als Buchhalterin, kaufmännische Leiterin, Prokuristin und bin als Geschäftsführer vor 10 Jahren bestellt worden. War am Anfang nie so leicht, aber jetzt bin ich stolz, dass ich hier vorne stehen darf und dass wir die 25 Jahre geschafft haben mit meiner ganzen Mannschaft, mit der Stadt, mit den Aufsichtsräten. Das ist mir viel wert und es hat mir jetzt, oder ich sag mal die letzten 7, 8 Jahre, hat es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Anfangszeit war schwer. Für CBL-Stadtrat und Aufsichtsratsvorsitzenden der WBV, Christian Buck, haben die 3 Buchstaben WBV auch längst eine hochkarätige Bedeutung inne. Also eine sehr wichtige Aufgabe, bezahlbaren, guten Wohnraum in Kosbich zu schaffen bzw. zu erhalten und auch in die Zukunft zu führen, dass also die nächste Generation auch noch gut darin leben kann. Und das sind große Aufgaben, schwierige Aufgaben. Ich bin jetzt 15 Jahre im Aufsichtsrat und habe ganz neu dazulernen müssen, wie schwierig die Aufgaben sind, sowas zu bewältigen. Also wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, aber die Mieter stellen auch immer höhere Ansprüche. Der Altersschnitt erhöht sich, wir haben viel ältere Leute.
Wir haben aber auch einen Bedarf junge Familien, die wollen größere Wohnungen haben. Wir haben die Aufgabe, wie kommen die Leute in die Obergeschosse. Wir werden also Aufzüge anbauen müssen. Alles schwierige Aufgaben, schwierige konstruktive oder bauliche Aufgaben, auch nicht ganz einfach finanzielle Aufgaben. Also es sind ganz, ganz große Herausforderungen. Die WBV Wohnbau- und Verwaltungs GmbH Coswig ist ein kommunales Wohnungsunternehmen. Zum Kerngeschäft gehört die Vermietung von knapp 2.500 eigenen Wohnungen und Gewerberäumen. Als städtisches Unternehmen vermittelt die 1994 gegründete WBV bezahlbaren Wohnraum an Einwohner und Zugezogene. Dabei ist es oberstes Ziel der WBV, Sicherstellung der Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu gewährleisten. Das ist Lebensqualität, gutes Wohnen, das ist Wohlfühlen, das ist Heimat. Die WBS, die schafft natürlich auch Heimat in Coswig. Und wenn Sie die ganze Infrastruktur sehen, die hier rundherum entstanden ist, und das viele Grün dazwischen, das ist auch, wird auch, das hören Sie auch von allen, die hier sind. Also die sind eigentlich zufrieden. Und jetzt überlegen wir natürlich, was braucht es noch? Ne? Nicht nur die Verkehrsanbindung, wir wollen ja auch hier möglichst gute und passende neue Mieter herbringen und anlocken, wenn man so will. Wenn ich an unseren Oberbürgermeister denke, Herrn Neubold, der ist auch ein Teil seines Lebenswerkes, die WBV Coswig, und das andere Teil, das macht er jetzt als Oberbürgermeister, also das hängt schon eng zusammen. Die WBV blickt in ihrem 25-jährigen Bestehen auf viele Baumaßnahmen in den einzelnen Wohngebieten zurück, die alle zur Verschönerung, Werterhaltung und Verbesserung der Wohnbedingungen in Coswig beigetragen haben. Darüber hinaus ist die WBV bestrebt, den Wohnungsbestand zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Die WBV unterstützt darüber hinaus die kommunale Politik in Coswig und Maßnahmen der städtebaulichen Entwicklung. Zusätzlich engagiert und beteiligt sich die WBV an vielen sozialen Projekten der Stadt Coswig. Abgerundet wurde die Jubiläumsveranstaltung durch die musikalischen Darbietungen von Sicky und Band.